Ach, war das schön. Ihr hättet gerade im Ladebildschirm die Musik hören sollen. Ach, die war schön. Olis sind manchmal doch zu was gut. Zur Entspannung. Was ist das hier gerade für ein Dröhnen? Na egal. Wir wollten ein wenig Adam sammeln. Frage ist nur, wo stellen wir unser kleines Türmchen auf? Vielleicht hier so. Ist es kaputt? Ah, steht es auf dem anderen Ding. Da ist es. Leg los. Wer passt auf schlafende Engel auf? Ich. Ich. Siehst du das Licht im Bäuchlein? Adam in den Taschen. Hallo? Flammenagen tun zu spät. Das Problem. Du kämpfst wie ein Kleinkind! Unmöglich! Denke Untertag um! Robo, alles klar? Minderwertiges Produkt! Minderwertiges! Fest voller Geschäftsgeheimnisse! Jeder in deinem Speer! Hier, da! Soll das ein Herz sein? Wirkt wie ein Mann! Ja! Nerviger kleiner Schrapp! Ich bin am Kämpfen, Kollege. Du bist es! Komm hoch. Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Yeah, whatever. Robo, ich komme. Robo, ich komme. Lass mich dich reparieren. Was war das? Ach, hat mich mein eigener Robo getroffen? Hast du mich gerade getroffen mit deinem Schockdingen? Ich glaube, das hast du. Melissa, darüber müssen wir nochmal reden. So. Die Frage ist halt, wo gehen wir jetzt hin? Wir können ja nochmal nach der nächsten Leiche. Siehst du das Adam, Daddy? Da drüben! Da lang, ich verstehe. Wow, so viel Money. So viel Money. Hier comes the Money. Was sagt denn unser Pfeil? Unser Pfeil sagt, wir sollen da lang gehen zum Programming. Da ist relativ viel los. Hier lang ist auch noch relativ viel los. Wenn wir da lang gehen, finden wir zwei Leichen. Wenn wir hier lang gehen, finden wir eine da unten. Weil in diese Richtung sind auch nochmal zwei. Wir holen uns erst die Leiche, die uns angezeigt wurde. I've got the feeling, dass da drüben noch eine Little Sister auf uns war. Deswegen sollen wir wahrscheinlich erst zum Programming. Alles klar. In Ordnung. Hallo. Das sieht schmerzhaft aus. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Magazinvergrößerung für unseren Nietenwerfer, hä? Na, Robo, hast du Spaß hier in Rapture? Das hoffe ich doch. Aber nein, dann wirst du so groß und deine verdammten Zorn werden immer größer. Das ist ein Brute, oder? Okay, der ist hinter dem Tor. Die Brain Boost Tonika wirken. Extra Kraft, ja. Ich sehe jetzt mehr.
Wer braucht schon Porter bei solchen Wundermitteln? Ein Gehirn mit der Leistungskraft von Zweien, von Zähnen, mit Hilfe der Thinkers, von Tausend. Porters Spielzeug hat seinen Zweck erfüllt. Die Maschine hat gesprochen. Ryan hat auf sie gehört und ich habe endlich den Thinker für mich alleine. Leb wohl, alter Freund. Keine Sorge, deine Erfindung landet in fähigen Händen. Da hat wohl jemand, genau so viele. Impotente Klempchendrücker. Männer. Sind keine Männer. Gemein. Die musst du rausschmeißen, die Gedanken. Oh! Folge dich meinem Willen, du dämliche Schrottkiste! Aber nein, dann wirst du so groß. Erst du und dann du, Alice aus dem Wunderland. Ja. Kämpf endlich fair! Na! Erkämpfen? Hab ich doch. Daddy, holen wir es uns! Da kannst du nicht sein! Du siehst dein Sternchen an Fähnchen! Die Technologie in Minerva Stan ist die Lebensader Raptures. Unbefugte Manipulation von Computer-Equipment wird strafrechtlich verfolgt. Moment, hier liegt gerade mein... Er ist überall um uns herum. Überall mit seinen elektrischen Gedanken. Ich höre nur, was ich nach seinem Willen hören soll. Okay, das ist gut. Das ist gut, was wir hier gerade machen. Warte mal, wir sind doch gerade im Programming, ne? Ja, gut. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, wir wollen natürlich das Adam hier haben. Alter, Vater! Was ist denn hier los? Phineas, pass auf! Die Zahlen stimmen nicht, aber sie müssen stimmen. Sie stimmen nicht, aber sie müssen stimmen. Hier überall Kameras gibt, dann muss es doch auf der anderen Seite hier auch noch eine Kamera geben, oder? Ne, natürlich ist hier keine Kamera installiert. Was? Vitamine? Ach, Vorräte. Ja, gut. Dich haben wir ja auf unserer Seite.
Der Thinker wird sich an mich erinnern. Der Thinker weiß, dass ich Teil seines Plans bin. Glaube ich ihm. So, und hier werde ich dann ganz normal kämpfen. Alles klar, leg los, Kleines. Der hier hat Erden. Leg los. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Eine Sequenz innerhalb. Oh Gott. Ich schenke dir Boden und Bänder. Er weiß, wo du bist. Sowas war unhöflich. Mach's nicht schwerer als nötig. Nicht fertig, kleiner Engel. Nicht manchmal fliegen die Rosen überall rum. Ich dreh dir die Schrauben raus. Nein, das wirst du nicht. Danke, kleine. Melissa, no. Daddy, ich bin fertig. Bei Daddy bin ich immer in Sicherheit. Meine armen Robos. Meine armen Robos. So, hier scheint ja hier scheint jemand durchgekommen zu sein, aber von der falschen Seite. Na gut. Hier kam keiner durch, also kann ich euch alle wieder mitnehmen. Was? Oh, mein Portemonnaie ist voll? Echt? Aber Mr. Porter, Sie müssen mir glauben, ich bin nicht verantwortlich dafür. Das ist alles Teil der Primzahlenreihe. Nur falls jemand meint, von hinten reinkommen zu müssen. So, dann wollen wir uns mal wieder eindecken. Okay, Nieten ein paar, ja. Wenn wir Hecken kriegen, wir... Okay. Schön. Dadurch kriegen wir jetzt ja... Ne, wir kriegen Auto-Heckpfeile, oder? Ne, normale Heckpfeile? Okay. Ausverkauft? Verstehe. Laserzellen. So, wenn wir jetzt haben wir wieder Platz für Money. Kann man die Form des Universums von innen sehen? Nicht für mich. Verstehe. So, zunächst einmal will ich unsere Little Sister nach Hause bringen. Phineas, warum bist du deaktiviert? Ich dachte, ich hätte euch beide verloren. Melissa ist leider von uns gegangen, Phineas. Macht ihr nichts draus. Ja, das machen wir vielleicht. Alles klar. Erstmal schicke ich dich nach Hause. Ab in die Haie. Wenn immer diese alte Musik läuft, habe ich immer Angst, dass ich das Video im Nachhinein noch bearbeiten muss auf YouTube, dass die Musik rausgeschnitten wird. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Komm, Phineas. Gehen wir jetzt hier lang?
Moment, gehen wir erstmal auf die andere Seite. Das scheint nur so ein kleiner... so eine kleine Schleife zu sein, die wir da gehen können. Hallo? Sind wertlose da! Das war clever. Vieles! Sorry, aber bevor ich es vergesse. Bevor ich es vergesse, gehen wir nochmal eben hier hin und holen uns den Schrot. Oh, hier liegt so viel Schrot. Hey! Danke. Mein Gott, da liegt so viel Schrot. Ah, da ist die Nietenfalle hingeflogen. Ich dachte schon. So, zunächst einmal dich. Setze Eingabe der Audiodaten in die Thinker-Datenbank fort. Subjekt: Pearl Porter. Ich will aufnehmen, wie wir uns kennengelernt haben, Milton. Okay, klar. Ich habe im Imbiss meiner Familie gearbeitet. Das Wintersemester fing gerade an und da kommt eines Tages ein Student herein. Ordentliche Erscheinung. Das erste, was mir auffiel, waren seine Augen. Er setzte sich und bestellte Schinken mit Ei und Kaffee. Er war schüchtern, aber hin und wieder haben wir kurz miteinander geredet. Er kam jeden Morgen frühstücken und bestellte immer das Gleiche. Ich sage zu Mama, der Junge liebt anscheinend deine Kochkünste. Darauf sie, der kommt nicht wegen dem Essen, Schätzchen. Der kommt wegen dir. Ein Jahr später waren wir verheiratet. Das war schön. Bedenkt man den Ausgang... Well... Wow! Fuck! Holy shit! So, zähe Maschinen! Brauchen wir noch nicht, kann also erstmal in die Genbank. Marshall besiegte die Maschine. So, jetzt können wir auf die andere Seite gehen. Zu der Musik, die mir wahrscheinlich den Part ruinieren wird. Komm, ich will dein Gesicht, Kleines. Das war so klar. Zahlen rennen nicht so rum. Wer hast du dich drauf? Hab dich umgekickt! Ich sollte mich verkriechen! Toll! Es war so klar schon, wo ich die hier hab liegen gesehen, wusste ich, was hier eigentlich los war. Das hier sieht wie ein Serverraum oder sowas aus. Hier, Phineas, get healed. Ist das hier ein Server? Es sieht so ein bisschen aus wie ein Serverraum, aber... Gravity Well. Aber wie? Ah, ich kann hier drüber werfen. Panzer, Magnetschutzrelais überlastet. So, was steht hier für eine Formel? Irgendeine mathematische Formel? Verstehe. Ein Safe. Mal wieder. What? Achso. Okay. I'm so doomed. Okay. Wow. Hat es echt nach draußen geschleudert? Hammer.
Sie verstehen nichts, aber der Fänker weiß Bescheid. Er versteht mich. Er weiß. Ja, verstehe ich vollkommen. Ich verstehe dich auch, ja. Glaub mir, ich bin halb Maschine. Keiner. Also ich bin eigentlich gespliced, aber it's kind of the same. Creepy. Wir machen hier einen Schnitt. Psst. Wir machen hier einen Schnitt und bis zum nächsten Part. Nur eine Maschine? Hä? Woher weiß sie dann, was ich denke? Was denn? Bis zum nächsten Part. Baba!